Ich bin Gewinnefer Silvia Kinner und ich bin Coach für pflegende Angehörige und möchte heute in diesem Video eine Frage beantworten, die mir immer wieder gestellt wird. Woran erkenne ich, dass meine Eltern oder meine Angehörigen an Demenz erkrankt sind? Dazu möchte ich so als kleine Information vorwegnehmen. Es gibt drei verschiedene Stufen der Demenz. Es ist die leichte Demenz, das ist die mittelschwere Demenz und die schwere Demenz. Und ich gehe jetzt mal auf diese leichte Demenz ein, die nämlich meistens zu Hause überhaupt nicht erkannt wird, wenn man nicht bewusst lauscht, was denn mein Angehöriger mir so erzählt. In der leichten Demenz, die geht mit Wortfindungsstörung einher. Da fehlen dann gewisse Worte. So, und wenn der Mensch sehr gebildet ist, dann kann er das noch mit anderen Worten überbrücken. Also ich versuche mal ein Beispiel zu bringen. Wenn man jemanden jetzt fragt, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Dann kann zum Beispiel als Antwort kommen, nun, wenn ich Zeit habe, liege ich gerne in meiner... So, und an der Stelle fehlt jetzt vielleicht das Wort. Na, wie nennt man das, wenn Sie so ein Netz zwischen den Bäumen aufspannt und dann in meiner Hängematte. So, dann kommt das Wort vielleicht auch sogar wieder. Aber an solchen kleinen Aussetzern zum Beispiel, wenn er dann anfängt, so das Wort zu umschreiben, wenn man merkt, oh, jetzt fehlt das Wort und er umschreibt das, dann fällt es oftmals gar nicht so auf, weil ganz viele in unserer schnelllebigen Gesellschaft gar nicht mehr so zuhören. Also das hat für mich ganz viel mit Zuhören zu tun, dem anderen wirklich einfach mal den Raum zu geben, ihn aussprechen zu lassen. Ganz oft erlebe ich nämlich dann an dieser Stelle, wenn ein Wort fehlt, und er dann anfängt, das zu beschreiben, dass das der Gegenüber dann sagt, ja, das ist eine Hängematte. Er das dann aufgreift und das so ein bisschen lächerlich abtut, als so wie, ja, wir können ja alle mal was vergessen. Klar, wir können auch alle mal was vergessen. Man sollte eben nur darauf achten, wenn solche Wortfindungsstörungen öfters passieren, kann das ein Anzeichen für eine leichte Demenz schon sein. Und nun ist eben halt auch immer so die Frage, klar, jetzt, wie erkenne ich das? Also man erkennt diese leichte Demenz an diesen Wortfindungsstörungen. Also da ist wirklich, kann ich den Angehörigen empfehlen, gut zuhören, gut beobachten, weil ganz oft dann immer jemand anderes in den Gesprächen einspringt und das abnimmt, die Antworten abnimmt. Und dadurch eben halt diese Peinlichkeiten nicht entstehen und man dann gar nicht so richtig mitbekommt, wie er da jetzt reagiert hätte. Also man muss dem anderen den Raum geben und dann kann man es erkennen. Ganz oft ist auch in so Familienfeiern, wenn jetzt Mann und Frau zum Beispiel zum Geburtstag sind und die erzählen irgendein Erlebnis und er hat dann irgendetwas vergessen, so die Frau dann einfach so dieses Gespräch weiter erzählt. Und man merkt dann gar nicht, dass dem anderen Partner sozusagen einfach dieses Wort gefehlt hat. Oder und das ist in dieser leichten Demenzform wird das ganz, ganz oft überspielt, weil dann auch so Ersatzwörter noch einfallen und gefunden werden, die eben vielleicht verwandt mit der Verwandte statt Familie zum Beispiel sagen. Ne? Also es ist so eine feine, da muss man so eine feine Antenne entwickeln, wie eben zum Beispiel auch so, werden dann auch Oberbegriffe benutzt, eben statt Kleidung, also statt Hose Kleidung zu sagen, meinetwegen. Oder man umschreibt dann die Dinge so, weil einem das Wort nie einfällt. Da muss man schon sehr in der Kommunikation sehr achtsam sein und hinhören, was der andere einem so erzählt. Daran merkt man, kann man also die Demenz erkennen, die leichte Demenz erkennen, an diesen Wortfindungsstörungen.
Ja, und was kann ich jetzt als Angehöriger tun? Das habe ich eigentlich schon gesagt. Im Grunde genommen dem anderen einfach mal den Raum geben, sich auszudrücken, ohne ihm zu unterbrechen oder das eigene Gespräch ihm so überzuhelfen, sondern wirklich ihn einfach ausreden lassen und wenn es dann irgendwie einfach hinhören, wie erzählt der andere das? Hat er das früher denn schon immer so gemacht? So vielleicht Dinge umschrieben? Ist es seine Art und Weise früher gewesen, zu kommunizieren, Dinge zu umschreiben? Manche sind ja im Normalzustand so, die erzählen von A nach B nach C nach D und wissen am Anfang eigentlich nicht mehr, was sie erzählt haben. Aber wenn das nicht dem Angehörigen seine Art und Weise ist, dann sollte man schon sehr achtsam sein, wie oft das dann immer wieder kommt. Das einfach beobachten. Ich denke mal, das ist am Anfang wichtig, so diese Fassade, die der andere so aufbaut, über einen längeren Zeitraum kann er den nicht mehr aufrechterhalten. Also das bedeutet, dass man, wenn man ihm den halt Raum gibt, dann kann man diese Fassade nicht aufrechterhalten und man merkt man, dass dann die Worte ihm einfach fehlen. Das sind so meine Tipps, die ich halt in dieser leichten Demenz, die oft verkannt wird, die oft nicht erkannt wird, gerne mitgeben möchte, da mal ein bisschen bewusster mit der Kommunikation umzugehen und zu beobachten. Also mehr lauschen, was der andere erzählt, mehr Raum geben, was der andere erzählen möchte und beobachten, wie er in seiner Kommunikation sich eventuell verändert. Das war so mein kleines Video zu der leichten Demenz mit Wortfindungsstörung und was man machen kann, um als Angehöriger das festzustellen, dass er da vielleicht eine leichte Demenz bereits schon hat. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und in meinem nächsten Video werde ich dann über die mittelschwere Demenz sprechen und gehe dann darauf näher ein. Also bis dahin, habt eine feine Zeit.